Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News heute. Heute mit Folge 2 von Reality Queens auf High Heels durch den Dschungel. Und wir schauen uns mal einige Clips an, die ich für euch aus dem laufenden Format rausgesucht habe. Quasi die Trash Highlights. Ich freue mich sehr, wenn ihr selbst Trash Highlights, beziehungsweise wenn ihr selbst das Format sehen wollt, dann schaut gerne hier mal unter dem Video. Dort ist ein Link für RTL Plus, die das Ganze streamen. Und dort findet ihr auch die Folge 2. Ich persönlich fand ja Folge 1 schon ziemlich gut. Da gab es ein bisschen Trouble in meiner Berichterstattung, weil die Folge nicht mehr für mich auffindbar war. Jetzt ist es alles ein bisschen einfacher. Folge 2 war natürlich abrufbar und entsprechend kann ich mit euch nun auch die Themen besprechen. Themen gibt es viele. Ich habe für euch die Highlights rausgesucht und das besprechen wir heute, meine Lieben. Wenn ihr jetzt sagt, Mensch, Danny, vielen herzlichen Dank. Wir wollen nichts mehr von Reality Queens verpassen. Dann fühlt euch herzlich eingeladen, euch dieser mittelgroßen Trash-Familie anzuschließen. Mit dabei Katzenreporter Luke. Der war fleißig und hat im Dschungel ein bisschen geflüstert. Und geflüstert haben viele am Morgen, als nämlich das reiche Camp erwacht. Und wir schauen uns mal dieses Trash-Highlight an, denn auch das Team Reich war nicht so dankbar. Wir hören mal rein. Ich fand die erste Nacht so furchtbar. Ich hätte nicht gedacht, dass es so dunkel ist. Ich konnte nicht mal meine Hand vor Augen sehen. Ich habe gar nichts gesehen. Ist es bei dir nachts zu Hause heller? Ja. Ich erzähle euch jetzt meine Anekdote aus meinem Leben, ja. Also ihr wisst ja, ich bin Berliner, in Berlin aufgewachsen, in Berlin geboren und da war die Nacht heller als hier draußen jetzt im stillen Brandenburg, wo wir wohnen. Das ist Tatsache so, wenn man eine Stadt gewohnt ist, dann hat man niemals es so richtig, richtig dunkel. Und ich könnte mir vorstellen, so Regenwald-Dunkelheit ist noch viel dunkler. Auf jeden Fall. Ich glaube tatsächlich, dass bei mir und der Malisa ein bisschen Konfliktpotenzial herrscht. Und wer das Fernsehleben kennt, weiß, wo Potenzial ist, wird's auch krachen. Aber einfach auch, weil ich nicht so gut damit klarkomme, wenn ich das Gefühl habe, dass jemand sich extra so ein bisschen doof anstellt. Ich habe das Gefühl, dass sie sich einfach dümmer anstellt, als sie ist. Ab jetzt schlafe ich nachts nur noch mit der Lampe auf dem Kopf. Nee. Ja, da muss man dazu sagen, das spricht ja nicht gerade für Vanessa, hier direkt gleich gegen das eigene Team zu lästern. Das ist, finde ich persönlich sehr, sehr unsympathisch. Denn eins ist klar, 6 in einem Team. Wir haben Team Pink Piranha und Green Gecko. Das sind Teams. Und hier schon innerlich miteinander zu kämpfen, empfinde ich wirklich nicht als clever. Aber so ist Vanessa vielleicht ein bisschen streitlustiger. Gut, gehen wir mal ins Reich, entschuldigt bitte, ins arme Team oder ins Loser-Team. Die haben den Morgen auch überstanden, aber man merkt, dass sie aufgrund dieser doch etwas schwierigen Situation besser zusammengewachsen sind. Denn ich habe den Eindruck, dass Team Grün, also Team Gecko, wesentlich freundlicher miteinander umgeht. Da gucken wir mal rein. Die Geckos haben den Fight ums Luxusbett vergeigt. Und die Konsequenzen waren ungemütlich. Morgen. Morgen. Dann muss ich erstmal raus hier aus diesem Baum. Wird dir helfen? Nee, wasche, wasche, wasche. Das schaffen wir. Einen wunderschönen guten Morgen. Du schnarchst übrigens. Ich schnarch Madame. Nicht. Nein, du schnarchst. Dann sind es für beide. Also ich muss wirklich sagen, wer Folge 2 gesehen hat, der hat auch gesehen, dass sich Patricia ein bisschen um Claudia gekümmert hat und dass Claudia hier in dem Format eine wirklich ganz bezaubernde Rolle spielt. Das ist so meine Meinung. Ich finde Claudia so herrlich normal geblieben einfach, dass ich sie wirklich, wirklich gerne sehe. Aber ich schnarch eigentlich nicht. Ich auch nicht. Krass, aber es war vielleicht auch die Umstellung der Luft. Kann sein. Im Dschungel zu erwachen, ist einfach so ganz anders, so toll, so irgendwie... So frei, so irgendwie. Ja, und das ist halt diese Dankbarkeit, die Claudia hier hat und die man hier wirklich merkt. Es ist ja so richtig ihr, ja, also ihr Reality-Format, ihr erstes. Wir haben sie bei Schwiegertochter gesucht gesehen, dann haben wir sie natürlich bei DSDS gesehen. Aber das ist jetzt so, wo sie das erste Mal wirklich mit dabei ist. Und da merkt man einfach, dass sie halt nicht so verwöhnt wie viele anderen ist, sondern sie ist einfach glücklich. Gehen wir mal zu der Toilettenfrage, die wir ja schon von Emmy in ihren Storys gehört hat. Und hier können wir uns mal ein Bild machen, wie die Toilette ist. Die Toilette im sogenannten Luxusbereich, die ist, ihr seht schon das Bild, die ist schon ein bisschen komfortabler als die im armen Bereich. Aber auch hier scheint wohl es wirklich so zu sein, dass man kotzen muss. Wir gucken uns mal den Clip an.
Im Luxuscamp der Pink Piranhas gibt's tatsächlich keinen Pool, dafür aber eine super romantische Bedürfnishütte. Viel Spaß, Jasmin. Oh, nee, kann ich nicht. Ich kann nicht hier auf Klo. Ich war da heute schon auf Klo. Also ich überlege da immer, ob diese Menschen alle noch nie in ihrem Leben campen war. Also grundsätzlich ist es so, auf dem Campingplatz, beziehungsweise wenn man wirklich so wild campet, dann ist das schon, das kann schon ein bisschen übler mal riechen, ja. Aber das gehört halt einfach mit dazu. Ich frage mich, was dachten die denn, für welches Format die sich da beworben haben? Und? Na, ihr seid ekelhaft, dass ihr dran riecht. Hä, wer riecht denn an deiner Scheiße? Also, du Eklige. Also wenn ich hier auf dieses Dschungelklo gehe, dann muss ich würgen, das sage ich euch ganz ehrlich, ja. Bah. Aber war Jasmin Herren nicht auch schon im Dschungelcamp? Da war das doch genauso, oder? Das stinkt so oder so da. Also ich finde, da könnte auch mal ein Toilettenpapierhalter sein. Da könnte auch mal einer sauber machen zwischendurch, ja. Also da, ich habe da keine Liste gesehen, wo so ein Reinigungsding abgehakt wurde. Oder baut doch mal so hier diese Raststättentoiletten ein, wo man einen Euro reinwirft. Wäre auch super. Ja, richtig sympathisch. Das war ihre Meinung zum ganzen Klo-Thema. Wenn ihr jemand richtiges sympathisch sehen wollt, dann müssen wir jetzt mal ein bisschen weiter nach vorne springen. Denn es gab den ersten Streit, so ein bisschen zwischen Jolina und Mutti Dani Büchner. Beide sind ja hier in dem Format vereint. Man möchte meinen, dass RTL es hier mit uns wirklich böse meint, dass wir Mutter und Tochter erleben müssen. Und es ist so quasi das erste Mal, dass Mutter und Tochter zusammen in so einem Format sind. Ich habe für euch jetzt meine Szene rausgesucht, wo es genau um dieses Thema geht. Jolina und Dani im See bzw. im Bächlein planschen, was Jolina nicht so gut gefällt. Wir hören mal rein. Am Luxuscamp führt übrigens derselbe Bach vorbei wie bei den Loserinnen. Guck mal, sieht aus wie Tee. Ist doch super, Tee ist gut für die Haut, geh mal rein. So, zack. Ist es warm? Kalt? Nee, ist nicht kalt, es ist total angenehm. Echt? Da sind halt Blätter, die sind in den Fluss gefallen und dann färbt der Fluss sich. Das ist sogar gut für die Haut. Und wenn man da öfter drin badet, also zumindest ist das so mit Tee, dann wird man schön braun, ist doch super. Also ich habe noch nie in Tee gebadet, aber ich kann mir vorstellen, dass hier in diesem Regenwald, dass es da vielleicht giftige Tiere gibt und giftige Pflanzen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Wasser jetzt giftig ist, welches ja hier in einem abgesteckten oder vorabgesteckten Bereich ist, wo die Ranger oder die RTL-Produktionsmitarbeiter das Gebiet durchcampen. Also das wird schon alles sicher sein. Jolina. Ja, was? Geh du doch auch mal baden. Okay. Siehst du aus? Rein da! Geh rein. Jolina, hör mal auf! Also wie in Berlin sagen, zu dieser Art, die Jolina an den Tag legt, eine Kodderschnauze. Es ist so unsympathisch, wie sie mit ihrer Mutter redet, wie sie mit ihren Teamkolleginnen hier spricht. Es ist einfach nur unsympathisch. Eine richtige Kodderschnauze. Geh mal weg, ey. Du siehst aus wie eine alte Oma, die dich hier an der Hand hat. Mensch. Jolina, bist du noch normal oder was? Geh dich mal selber waschen. Nee. Also wirklich, was ist denn bitte mit meiner Tochter los? Jolina. Ja, Kritiker würden sagen, ganz die Mutter, oder? Wenn ich mich so an Dani Büchner zurückerinnere, wie sie damals im Dschungelcamp war, kriegt sie genau das zu spüren, was die Zuschauer zu spüren bekommen hat. Ich würde mal sagen, verdient. Du musst dich waschen, auch die Monika und so. Du musst es waschen. Also bei mir heißt das hier unten, das ist die Monika und die muss ja auch sauber gemacht werden. Monika. Es stinkt doch alles. Deswegen muss die Monika auch fresh gemacht werden. Wenn sonst nichts fresh ist, dann wenigstens hier so. Ja, das können wir so festhalten. Also die Monika von Dani Büchner muss immer gut riechen. Für alle Zuschauerinnen, die hier Monika heißen, ich möchte mich hier an dieser Stelle wirklich entschuldigen. Gut, gehen wir mal weiter im Format, denn es ging natürlich noch heiter weiter und es kam zum ersten Spiel, welches darüber entscheidet, ob man im armen oder im reichen Bereich bleibt, so möchte ich es meinen. Das ist so ein bisschen Bilder abwerfen. Jeder hat so ein bisschen Schlamm bekommen und man musste quasi dann Bilder abwerfen. Und wenn man es geschafft hat, war das ein Punkt. Und hier gab es aber einen Streit bzw. eine heftige Aussage von Dani Büchner über Claudia. Claudia ist eigentlich davon ausgegangen, dass sie mit Dani Büchner gut auskommt, aber nein, während des Spiels wird einem relativ schnell klar, dass Dani Büchner so ein bisschen gegen Claudia geschossen hat und das gucken wir uns einmal an. Das war mal so ein kleiner Schnippi. Was denn los mit dir? Wo bin ich denn sick? Ich bin nett. Ich rede nicht drum herum. Patricia ging mir auf den Sack. Ja, und hier
fängt schon an, etwas zu brodeln, was wir in Folge 3 erst sehen werden, nämlich ein Streit zwischen Dani Büchner und Patricia Blanco. Jetzt hat aber es Claudia, wie gesagt, abbekommen, den Zorn von Dani Büchner, nicht Patricia. Ich bin? Ja. Okay. Auf wen wirfst du und warum? Da du mich nicht getroffen hast, hast du nochmal Glück gehabt, nämlich Claudia. Weil... Oh, danke, Dani. So. Ich nehme dich, Claudia, weil ich einfach glaube, in der Gruppe, wo du bist gerade, mit dem, wo du warst, bist du gut aufgehoben. Oh, wie liebevoll. Das ist eine Ansage. Und das ist halt insofern wirklich gemein, weil Dani mit Claudia oder Claudia mit Dani auch gar kein Thema hatten, welches irgendwie irgendwelche Probleme waren miteinander. Ne? Also Claudia, sie mochte mich doch. Claudia, glaub nicht an. Siehst du, willkommen im Fernsehen. Das war jetzt, das war alles gespielt. Ich habe es schon verstanden, dass Dani gesagt hat, dass ich eine Loserin bin und das hat mir wirklich sehr am Herzen wehgetan. Ja. Ich werfe Dani, weil ich gerade jetzt enttäuscht war, weil ich habe sie eigentlich wirklich sehr lieb gewonnen im Herzen. Und ja, deswegen... Claudia, wir wollen noch heute ins Luxuscamp, bitte. Ihr müsst leider warten. Oh! Treffer. Ja, also ihr seht, Claudia hat das nicht so sportlich weggesteckt, dass hier Dani Büchner ein Problem mit ihr hat. Was vielleicht auch nochmal ganz interessant war, war eine Szene von Theresia, die ja aktuell auch in diverse Formate rumtingelt. Wir hatten sie bei Kampf der Reality Stars gesehen, dann sehen wir sie jetzt im Sommerhaus der Stars und auch hier. Und seit einiger Zeit ist sie ja in den Schlagzeilen aufgrund ihrer verlängerten Beine. Ich dachte, es wären 12 cm, aber nein, es sind sogar 14 cm, wo ihre Beine verlängert wurden. Und da gibt es jetzt auch ein Statement von ihr. Sie erzählt quasi, warum sie sich hat ihre Beine verlängern lassen. Und da hören wir mal einmal rein. Ich war ja verheiratet. Und als er dann irgendwann sagte zu mir, hey Theresia, irgendwie bist du gar nicht mein Typ, sagte er mir nach einem Monat. Ja. Ja, ich wollte ja immer einen großen Model-Typ. Und ich war 1,70. Das ist ja nicht klein als Frau. Ja. Du hast was für ihn gemacht? Oh ja. Na. Damals, als ich 23 war, war ich wirklich so klein mit Hut. Mein ganzer Selbstwert war zusammengebrochen. Dazu will ich einfach nur sagen, grundsätzlich, wenn ihr in einer Partnerschaft seid mit einem Mann oder einer Frau und dieser Partner oder diese Partnerin möchte euch das Gefühl geben, dass sie mit euch nicht zufrieden sind, wie ihr seid, dann ist das, und diese Frage müsst ihr euch einfach gefallen, ist das überhaupt die richtige Beziehung, in der ihr seid? Und grundsätzlich kann ich einfach nur jedem davon abraten, am Körper sein, also an seinem eigenen Körper etwas zu verändern, wenn man das selber eigentlich gar nicht möchte und nur auf Zuraten einer anderen Person, egal wie sehr man sie liebt, es ist nicht einfach, aber trotzdem lasst euch da nicht irgendwie manipulieren. Ja, und das wollte ich euch unbedingt einmal zeigen, denn das Thema mit dieser Beinverlängerung war ja immer wieder ein größeres Thema. Und jetzt würde ich sagen, wir gehen mal Richtung Ende von Folge 2, denn hier ging es doch mal um die Wurst. In einem Spiel konnte man nun gewinnen, beziehungsweise, das habe ich euch noch gar nicht verraten, es hat im Übrigen wieder das vorherige Team, was ein Team Reich war, also das ganze Team um Ricarda Rath und dann die Bücher, das ist wieder ins reiche Bereich bekommen. Im nächsten Spiel ging es um 4.000 Euro Gewinn, welches das Siegerteam auf sein Konto hätte buchen können. Hier geht es um Bowling. Man musste vorher am Stock sich so ein bisschen drehen, damit es einem schwindelig wird, und dann musste man zur Bowlingbahn rennen. Und hier war das Matchball bei Julina, und Claudia hätte die Situation noch reißen müssen, um zu gewinnen. Und wir schauen uns mal an, wie hier Julina und Claudia miteinander gebowlt haben und wer denn letztendlich gewonnen hat. Also wenn du weißt, du musst jetzt richtig abliefern, damit man gewinnt. Ja, ich hatte so ein bisschen Schiss zu verkacken. Hab gedacht, komm, du musst das Ding einlochen. Und Mädels, für die Pink Piranhas ist es tatsächlich der Matchball. Falls ihr diesen Punkt gewinnen solltet, habt ihr auch dieses Spiel gewonnen. Und Claudia, wenn du den Punkt holst... Claudia, du schaffst das, Schaki! Geht es in die Falle? Und das ist genau das, was ich meine. Das Team, in welchem Claudia ist, das ist schon darauf sehr bedacht, dass man Claudia so ein bisschen hilft, unterstützt. Und das finde ich ganz gut. Gerade Patricia nimmt hier eine sehr angenehme Rolle entgegen. Zumindest das, was ich sehe. Das finde ich gut. Verlängerung. Auf die Plätze. Fertig. Los. Jetzt geht's los. Die Geckos haben 3 Spiele in Folge verloren. Versagen sie ein 4. Mal. An Claudia hängt jetzt die gesamte Last des Schicksals. Ja, und leider hat Claudia weniger Pins abgeräumt als Julina, und damit war klar, das Team Piranha hat erneut das Geld erspielt. 4.000 Euro in die
Kasse. Ja, und das war Folge 2. Es gab zum Schluss noch eine interessante Wahl. Es musste aus dem jeweiligen Team die stärkste Reality Queen gewählt werden. Bei Team Gecko hat Emmy gewonnen und bei Team Piranhas hat Vanessa gewonnen. Allerdings, was das bedeutet und was jetzt auf die stärkste Queen zukommt, das werden wir erst in Folge 3 sehen. Das bedeutet, ihr werdet dieses Thema auch erst nächste Woche bei mir auf dem Kanal sehen. Aber ich denke, das dürfte für alle sehr, sehr interessant werden, meine Lieben. Wenn ihr nichts mehr von Reality Queens verpassen wollt, dann fühlt euch herzlich eingeladen, euch dieser mittelgroßen Trash-Familie anzuschließen, den Kanal zu abonnieren und natürlich auch die Videos zu teilen. Ich sage jetzt erstmal Tschüss und wünsche euch vom Herzen noch einen wundervollen Tag.